Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build Folge zu meinem Pirate Pool. Ja, bauen in Die Sims 4 ein Wellness Center, ein Spaßbad, ja, alles was ihr wollt. Für Die Sims 4 unter einem Glasdach. Letztes Mal haben wir so ein paar Details noch angebracht. Wir haben so ein bisschen den Kassenbereich gemacht. Wir haben hier den Vulkan platziert. Hier natürlich, ne, so ein paar Kleinigkeiten noch verschoben, damit das alles passt. Das sind die Greenscreens aus Werde berühmt von der Schauspielerkarriere. Und die habe ich quasi zweckentfremdet, um hier so ein Piraten, ja, Ding zu machen. Natürlich gibt es auch eine Nachtgrotte, einen Ruheraum mit Yoga und Wellness und alles, was das Herz begehrt. Ja, die Entspannung, die Seele. So, es gab tolle Kommentare und das ist auch, warum ich das Ganze mache. Es ist so cool, weil man muss es wirklich sagen. Es ist echt der Hammer dieses Mal wieder. Ich hoffe, ich komme hinterher, wir haben so viel. Ja, und zwar soll ich doch bitte hier so eine rote Fontäne in den mittelgroßer Tanzender hier, genau, den nehmen wir, in den Vulkan hier rein platzieren. Da muss ich natürlich baby.moveObject erstmal aktivieren. Wir gucken erstmal bei dem normalen mit Düse, ne, ob der auch so hoch ist, dass er da rausguckt, sonst wäre das ein bisschen blödig. Ne, dann nehmen wir gleich den großen hier. Düse, ne, genau, das hätte ich gern. Ja, jetzt wird's hier Tag. Guten Tag. Ich würde auch sagen, wir machen dann aber wirklich den mit tanzend. Ja, wir nehmen gleich das ganz rote hier, würde ich sagen, oder? Das ist nämlich der Tanzende. Also müssen wir aufpassen, dass wir den da... Würde er jetzt wohl stimmen da, wenn da die Maus ist, dass da das Ding rauskommt. Wir können auch nochmal gucken, ob wir einen großen mit Kuppel, ob wir da nochmal einen reinpacken. Das wäre auch nochmal witzig, wenn man den so ein bisschen dann... Vielleicht nehmen wir da einen mittelgroßen, dann können wir den ein bisschen hochleveln. Ein Doppelkuppel. Ja, dann können wir nämlich da einen nehmen und das ein bisschen höher machen, dann sprudelt das da raus. Man sieht es fast gar nicht mehr hier in meinem Ding. Oh, das ist toll. Das ist toll. Das gucken wir uns gleich mal im Live-Modus an. Jetzt hier gleich hier. Wow. Jetzt hier ist hier aber hier. Wow. Jetzt, das ist jetzt hier eine Eruption, du. Das Ding, das leuchtet ja richtig rot. Ist auch geil. Cool. Dann haben wir doch mal was Schönes hier gemacht. Das war übrigens ein Kommentar von Mia Mathilda. Ein paar andere haben es auch noch geschrieben. Danke dafür. So, wir brauchen, Minchat schreibt das, Kerzen im Wellnessbereich. Unbedingt, das müssen wir hier reinmachen noch, dass wir da noch so ein bisschen ein paar kleine Lampen oder so haben. Und dann gab es nochmal einen Kommentar und zwar Seerosen in den Ruheraum. Ja, das können wir machen von Maria und Ashley. Das ist der YouTube-Name. Ich guck mal rein, ob wir da schöne Schwimmkerzen finden. Das ist echt toll, da gibt es nämlich richtig schöne Schwimmkerzen. Die sind immer ein bisschen versteckt. Das ist echt blöd, aber gut, da muss man halt wieder mal suchen. Nein, aber die sind auch schön da, die sind richtig schön, die geben voll das geile Licht ab. Wir nehmen da aber auch so dunkle hier, oh, das ist cool. Oder so blaue dann auch, das ist auch schön. Ja, das ist besser. Wenn da so ein paar kleine Kerzen da irgendwie noch hin, wenn das auf dem Boden dann so ein bisschen Beleuchtung hat. Ja, oh, jetzt wird es hier angenehm, ne? Dass man noch so ein bisschen Licht zumindest hat. Ist in Ordnung, machen wir es so. Finde ich ganz cool. Also ein bisschen schummrig auch, ja. Kleine Kerzen, die haben auch so einen schönen Raucheffekt im Live-Modus. Jetzt wollte ich aber eigentlich doch, guck mal, ob die hier vielleicht sind. Da, die schwimmen nämlich auch automatisch auf dem Pool. Das sind so kleine Seerosen-Dinger, ne, so Blüten. Und die kann man da reinmachen. Und ich würde mal sagen, wir nehmen da auf jeden Fall mal so ein paar goldene, so als Hauptdings. Da gibt es auch noch so ein Dreiergespann. Und dann packen wir vereinzelt noch so ein paar andersfarbene rein, damit es ein bisschen freier aussieht, so ein bisschen. Ja, einfach irgendwo, das ist eigentlich völlig egal, wo man die macht. Ja, das ist einfach so ein bisschen, die schwimmen ja eh frei rum. Da gibt es aber auch noch, wie gesagt, so ein Dreiergespann, das darf ich jetzt wieder suchen. Oder ich filter am besten nach Großstadtleben, zeig mir mal alles an. Da, Lithilotus, was für ein Ding? Da gibt es nämlich auch noch mal so ein paar bisschen kleinere sind dann da noch mit dabei. Ja, und das ist dann ganz schön. Wieso gibt es denn da noch so komische Farben hier? Jetzt hier, jetzt wird es hier Tag. Wow, das ist cool. Das gefällt mir richtig gut. Ja, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir hier vielleicht den Übergang so ein bisschen schöner machen. Zumindest nehme ich mal eine Tapete, die kein so einen komischen Rand da hat. Das wäre auch witzig. So ein bisschen. Müssen wir so eine einfarbige blaue nehmen. Ich würde auch sagen, wir nehmen mal so. Ah, guck mal, viel besser hier, ne? Viel besser. Jetzt will ich aber nichts mehr hören hier.
Dann können wir den Boden nämlich auch nehmen. Da können wir entweder Sand nehmen oder auch sowas Dunkles. Ich würde sogar sagen, sowas Dunkles. Das sieht so ein bisschen tiefer aus. Das soll ja nicht so dieses, ne, Steingedöns hier sein, wie wir es hier haben. Sondern das soll ja schon richtig, ne, einfach so schön klimmeln. Jetzt gucken wir auch nochmal beim Pool. Da gibt es ja so Poolumrandungen. Da können wir entweder uns so eine Steindings auch nehmen. Oder aber, ja, ich glaube, die schwarze, die passt am besten. Aber nur auf der Seite, das kann man ja mit Shift gedrückt halten machen. Dann macht es nicht überall. Das hat es trotzdem gemacht, oder nicht? Ja, ne, nur da. Ne, sonst macht es da hinten das auch. Das wollen wir nämlich nicht haben. Genau, dass das da einen schöneren Übergang hat. Und ja, das fände ich jetzt schon mal ganz toll. Das ist schon mal schön. Das soll man sich gar nicht ablenken lassen. Einfach nur ein bisschen, ne? Ruhe und Glitzer, Sterne und so weiter. Und ich habe die da vorne platziert, dass man die immer sieht. Ja, wenn ich die verteile hinten, dann, ja, das bringt irgendwie gar nichts, ne? Weil man guckt eh in die Richtung und da kommen so Glitzersterne runter. Ich zeige es nochmal kurz im Live-Modus, was hier anmacht. Optische Effekte, ich hätte gern Glitzer. Muss man das eigentlich jedes Mal wieder neu einstellen. So, und dann glitzert das hier und dann sieht man dahinter ja gar nicht. So, wenn man da liegt, so sieht das dann aus. Und dann ist man da drin. Und dann den Glitzer. Ja, da kommt noch so Musik. Ein bisschen Yoga machen. Oh, ist das angenehm, ne? Hier ein bisschen sich massieren lassen. Ganz schlicht und einfach. Was ist denn da nochmal so eine Matte da? Die wollen wir aber nicht haben. Wo kommst denn du jetzt her? Ja, sie wieder reingeschlichen. So, wir machen mal wieder das Taglicht an. Das ist nämlich viel schöner. Und gucken mal weiter. Au, oh, da gab es nochmal was von Millennium Löwe. Ich soll doch hier oben, statt dem schwarzen Dach, weil das auch so flackert, Pflanzen drauf machen. Millennium Löwe war das, genau. Dann machen wir das doch. Nehmen wir doch hier so auch so Pflanzen. Ich würde mal das hier nehmen und dann können wir da so ein bisschen was drüber machen. Ich dachte, ne, da oben, da sieht man es eh nicht. Da guckt man irgendwie nie rauf. Das ist so Versorgungs-Area. Haben wir hier so ein paar Dschungelpflanzen oben drauf. Das ist ganz toll, dass man die da nehmen kann. Und die verteilen wir da einfach. Und dann machen wir so ein paar kleine Highlights noch oben drauf. Natürlich aufpassen, dass es nicht rausguckt. So, ein bisschen so. Und dann da noch so ein bisschen Gras. Ein bisschen Gras ist immer gut. Genau auf diese Flacker-Areas hier. Da wollen wir nämlich ein bisschen wenigstens kaschieren, damit man nicht ganz hier den Zappler kriegt hier. Den Wackler, den Zappler, wie auch immer. Dann so ein paar Pflanzen dazwischen. Ich glaube, hinten flackert es gar nicht. Oh, nee, da guckt das raus. Das ist nicht so gut am Rand. Da müssen wir flach bleiben. Ne? Hier gehen wir, da legen wir da noch so ein paar Dinger drauf. On top. Ja, und jetzt gucken wir, dass wir da oben noch ein paar Farben reinkriegen. Ich finde es immer ganz schön, wenn da so ein paar Farben sind noch. Das ist ein bisschen gediegener. Und natürlich die Fahndinger dürfen nicht fehlen. Aber ich möchte es nicht zu übertreiben. Weil sonst hat man da auch wieder das Problemchen, sage ich mal, dass das natürlich die Performance dann kratzt und da oben, da ist man eh nicht, deswegen ist das eher so fürs Auge, was jetzt. Dass das halt nicht ganz so trist aussieht hier, ja. Okay, dann geht's weiter, was haben wir noch? Strand, Poolenden und Spielzeuge von Xluma. Ja, dankeschön auch dir. Also das ist eine coole Idee. Wir können mal gucken, ob wir die hier schnell in den Kinderspielzahn da finden. Die Ente. Ente, 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 Ente. Wir haben auch die Schiffchen da noch. Das wäre auch nochmal witzig. Die schwimmen leider nicht. Das ist ein bisschen irgendwie doof gemacht, weil es gibt sogar im Studio, ne, wo man das so machen kann, wo man die Objekte steigen kann, kann man sogar sagen, dass es schwimmt, so als Hinweis. Also, die müssten da nur einen Haken setzen, dann könnten die auf dem Pool platziert werden, wie die Rosen eben, ne, im Ruhebereich, das Ding. So, die werden wir so ein bisschen über das Wasser setzen, dass die da so ein bisschen rumschwimmen, das macht es ein bisschen lustiger, das finde ich auch ganz toll. Ja, dann können wir da vielleicht auch noch so ein bisschen sowas, dass die Kinder auch was zu tun haben, so ein paar Glötze hinmachen oder so, ich meine, das stört ja auch nicht. Und es ist dann trotzdem so ein bisschen was an Aktivitäten dabei. Ja, würde ich schon sagen. Würde ich schon sagen, ja, das ist schon cool. Ja, ich glaube, das reicht auch. Wir haben ja die Spieltruhe auch und ne, das Bad hier, das Bädchen. So, next one. Was haben wir noch? Masten auf die Terrasse von Pinchen Marie. Ja, es gibt in Werde berühmt ja dieses Schiffswrack in den Set-Teilen, aber nicht nur das. Es gibt auch
einmal diese, ja, nicht nur die hier auch noch, die da, die, diese Dinger da und so weiter. Wir haben auch Masten. Das ist sehr, sehr toll. Und den können wir ja hier platzieren. Das ist eine sehr, sehr coole Idee, dass man hier auch nochmal so einen Masten platziert. Ich hoffe, der geht nicht durchs Dach durch, aber das reicht gerade so, ja. Das reicht gerade so, aber wirklich hier, Manometer. Jetzt können wir nochmal gucken, ob wir den dann so ein bisschen, ne, weil es auch so quasi angedeutet hier so ein Schiff ist hier oben, ne, sind so schräg. Dann können wir da vielleicht auch nochmal so, oh, das ist auch cool. Guck mal, dass wir hier nochmal so ein paar Deko-Kanonen hier mit Wasserspritzpistolen hier machen. Ja, da kann man da runterspritzen. Das stellen wir jetzt einfach vor jetzt. So. Alles harmlos, nur Deko. So, und du, nee, also du passt da oben jetzt nicht mehr hin. Jetzt haben wir da auch so ein bisschen diesen Schiffscharakter, ne? Das ist ganz toll, dann können wir vielleicht den auch dahin machen, oder? Ja, gut, ist das eigentlich so ein bisschen eher so. Ich würde es eher vorne, weil das sieht irgendwie witziger aus, wenn die da sind. Und hier diesen Dinger da, den können wir da lassen, den können wir da hinstellen. Das ist so der Kompass, ne? Da guckt man da, wo geht's lang? Eigentlich ist es eine Bar, man hat es gerade so ein bisschen gesehen. Und ich möchte noch mal rumgucken, und zwar gibt es ja in Werde berühmt. Wo ist es jetzt wieder? Da oben natürlich. Gibt es ja auch noch andere Sachen. Ne? Wir haben sogar das da noch. Ist ganz witzig. Dann geht es sogar nach unten, obwohl man das irgendwie gar nicht richtig checkt, wie das funktioniert. Aber ist halt irgendwie so gemacht. Also das wäre noch irgendwie cool, dass man das nochmal irgendwie auch noch mit reinbringt. Wenn wir das irgendwo hier noch unterkriegen, dann wäre es ja ganz toll. Dann könnte man so pseudomäßig hier nochmal so ein, ja, so eine Deko da reinmachen einfach. Ist doch cool. Machen wir das doch. Finde ich witzig. Muss natürlich an den Wand dran. So, was haben wir noch? Die Geländer haben wir ja schon, jetzt haben wir die noch. Wir könnten auch noch, ich habe es gerade eben gesehen, diesen Thron da noch nehmen. Der ist eigentlich aus dem Mittelalter-Set. Ja. Aber das wäre noch irgendwie was Tolles. Ne? Das ist aber ein bisschen wieder zu viel für Piratenschatz. Ne? Aber das wäre noch geil gewesen, wenn man den irgendwie, aber das ist auch zu groß, ne? Wenn man den verkleinert. Man kann den eh nicht benutzen. Dann würde ich lieber die Höhle da lassen mit dem Schatz, der auch kommt. Von Brielle Smaragd hat das geschrieben. Wir machen natürlich einen Piratenschatz. Unbedingt, das darf nicht fehlen. Wir müssen unbedingt hier in die Höhle auch nochmal so ein paar, ja? Versteckt. Ja, wir machen das. Und da nehmen wir dafür, das ist ganz toll. Da müssen wir aber erstmal gucken, wo das Ding ist. Ich glaube aber, da gibt es doch diese Drohnen da. Wo sind die Drohnen? Ah, da findet man wieder nichts, ne? Ich guck mal, ob ich das irgendwie... Ja, die ist genial dafür. Das ist eine richtige Schatz-Truhe. Ich würde auch die dunkle da nehmen, die braun-dunkle da. Was ist denn das für ein Licht hier? Kommt das von oben oder was? Haben wir da ein Loch drin oder wie? Wo kommt das Licht her? Das ist jetzt wegen unserem... Naja, ist eigentlich egal, weil so ein bisschen so ein Schein, das hat sogar was. Ich würde ihn auch so ein bisschen versteckt irgendwie machen. Ich überlege gerade nur, wo. Ich glaube, hier hinten in die Ecke. Das ist das Einzige, was das gehen würde. Und wir haben natürlich die Goldbarren. Die dürfen nicht fehlen. Goldbarren. Ja, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Hier so ein bisschen Goldbarren-Style. Ja, ein bisschen ein paar Schräge auch. So ein bisschen, ja. Und ich würde auch sagen, wir holen uns da noch. Oh ja, die BB.Show Hidden Objects. Oh, das wird jetzt wieder ein Gesuch. Ja, Leute. Debug. Und zwar gibt es da so Münzen. Aber ich glaube, die sind gar nicht mal gekennzeichnet oder so. Die findet man so schwierig. Eieieiei. Wie kriege ich die jetzt wieder hier zu Gesicht? Ich habe auch keine Ahnung, in welcher Ecke die irgendwie schlummern. Die habe ich ja auch schon mal gesucht. Das ist echt nervig. Nervig. So eine Goldmünze. Ist das so eine Simoleon-Münze? Ist echt schön gemacht. Ist, glaube ich, vom Wunschbrunnen aus Romantische Garten. Aber diese Debug-Sachen, die packen die immer ins Base-Game mit rein, bevor das Pack rauskommt mit dem Patch. Da ist er. Debug heißt da, der kleine. Man kann den leider auch nicht kopieren, das ist auch voll doof. Muss man jedes Mal quasi wieder neu reinklicken, wenn man den haben will. Und das ist aber, das macht richtig was her. Und ich würde auch die nehmen, weil, habe ich rausgefunden während der Dschungel-Challenge, diese Truhen, diese Schatztruhen aus der Dschungel-Challenge, also diese Dschungeltruhen,
die, da habe ich ewig geprüft, da habe ich bestimmt 4-5 Stunden lang rumprobiert, wie ich das irgendwie hinkriege. Aber wenn man die platziert, dann ist da nichts mehr drin. Ja? Und was rauskommt bei den Truhen, in denen was drin ist, ist Zufall. Und deswegen, ich finde das ein bisschen doof. Man kann ja nämlich auch verflucht werden dann, also ist so ein bisschen. Na, dann lassen wir das weg. Das ist, glaube ich, so dann noch ein bisschen besser. Ich packe noch ein paar davor. Und dann wir verteilen dann auch noch so ein paar Goldmünzen überall. Das ist vielleicht ganz witzig, wenn man das dann so sieht. Ah, guck mal, hier ist Gold. Ja, ist da irgendwo ein Schatz? Wir müssen suchen. Oh, da sehe ich gerade auch die Flaschenpost. Die brauchen wir natürlich auch noch. So ein paar Münzen überall verstreut. Das ist ja toll. Ist hier noch so Spielhalle. Das ist cool. Ja, fällt bestimmt einem irgendwo eine auf oder so. Ich will es jetzt normal nicht so übertreiben, sagte er und platzierte überall welche. Und das ist echt eine schöne Geschichte. Auch hier mit der Flaschenpost, da können wir auch ein, zwei platzieren vielleicht. Das ist auch so ein kleiner Witz. Ja, yeah. Das ist doch eine geile Idee. Oh, da gibt es sogar diese Holzbrettchen, die sind wunderschön. Die können wir auch hier nehmen, so auf das Ding, dass man da irgendwie sowas hat. Oder vielleicht auch oben. Ich will die unbedingt haben, diese Holzbrettchen. Da können wir noch so ein paar Tische platzieren, das fehlt natürlich noch. Ne? So ein Aufenthaltsbereich quasi, dann nehmen wir da so ein paar Holzbrettchen dazu. Das ist doch hier Piraten-like, oder? So, und da gibt es auch noch so ein paar Deko-Gläser, die ihr dann abspülen dürft, wenn ihr spielt. So rum. Ja, da würde ich schon sagen. Pfefferstreuer gibt es auch noch. Da machen wir so ein paar Tische mit so ein paar. Mit so ein bisschen Deko dran, ne? Und weil es da wirklich cool ist. Unter der Sonne braucht man da eigentlich vielleicht sogar auch noch einen Grill. Ich würde das mal hier reinmachen. Hier oben, wenn ich hier, wo denn dann? Der Tonnengrill, der wäre eigentlich auch ganz gut. Ja, da wäre so ein bisschen Strandtonne. Komm, dann machen wir den, nehmen wir den, aber nehmen wir den schwarz. Ja, komm, wir machen das jetzt einfach. It's okay, it's alright. Ich hätte auch am liebsten noch dieses Lagerfeuer, wo man den Feuertanz machen kann. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich möchte es eigentlich nicht machen. Weil das Ganze ja dann so im Raum so ein Feuer ist. Es ist halt echt schwierig. Ja, es ist halt echt schwierig. Ich finde die da ganz toll. Da haben wir jetzt so einen Holztisch mit Dings. Die sind auch total genial. Die passen auch richtig gut. Die sind so ein bisschen schäbiger. Und wir haben echt tolle Sitzbänke hier. Also wenn sie nicht gespart haben, dann hier an den Sitzbänken. Die sind auch richtig cool mit den Baumstämmen da so ein bisschen. Die sind aber so ein bisschen Outdoor-mäßig. Also ich hätte schon ganz gern. Und die sind auch richtig schön. Ich hätte schon ganz gern einen mit Schirmchen und dann gucken wir mal, was wir da vielleicht für einen finden in der Farbe. Was haben wir denn da? So ein Gelb oder so ein Orange wäre vielleicht ganz gut. Gut, Piratendinge schwarz-weiß. Na komm, dann machen wir einfach schwarz. Dann machen wir schwarz. Let's make a black one. Dann richten wir die auch so aus anhand der Schiffsform. Machen wir das mal so und dann können wir auch noch ein bisschen so zusammenpacken, oder? Hier auch noch ein. Machen wir das mal so, genau. Und dann sieht es auch so aus, wie wenn man da essen könnte und es ist nicht zu wenig und nicht zu viel. Und ich packe da so ein paar Dinger hin. Das sind ja eigentlich sogar so Platten, wo der Essen serviert wird mit Gaumenfreuden. Da wird Essen drauf serviert. Bei bestimmten Speisen servieren die auf diesen Holzbrettchen, ja, die sind bei uns jetzt hier auch die Unterlagen. Ich hoffe, die können da trotzdem noch essen. Und dann nehmen wir natürlich so Weingläser. Also ich weiß auch nicht, wenn ein Pirat hier kein Nektar isst, dann weiß ich auch nicht. Nektar isst ja vor allen Dingen da. Jetzt noch so ein paar Salz- und Pfefferstreuer. Die packen wir irgendwo auch noch auf die Tische. Das ist einfach so ein bisschen wilder aussieht. Das sieht so ein bisschen belebter aus einfach. Ne? Wie wenn hier was los wäre, auch wenn wenige Sims unterwegs sind. So, dann haben wir hier unsere Buden. Die müssen wir noch ein bisschen ausrichten, würde ich mal sagen. Ich habe da immer ein bisschen Schiss, dass die da nicht so richtig funktionieren, wenn man da keinen Platz lässt, weil die Mitarbeiter, die gehen da hinten rein, aber das ist gar nicht irgendwie bei den Kästchen da mit dabei, dass man auch davor irgendwie stehen muss. So müsste es eigentlich gehen. Für die Buden auch so lassen, die sehen eh voll aus, wenn man da hingeht, aber an die Wand, da muss noch ein bisschen Grün hin, finde ich dann auch, weil ich wüsste jetzt nicht, was man da sonst noch machen kann. Ich meine, Fenster sind ein bisschen witzlos, wobei wir können das mal ausprobieren, denn wir müssen ja eh
unseren Dinger hier wieder vervollständigen. Wenn man da so ein Fenster macht, das quasi dann ins Blaue geht, also ne, durchsichtig ist und dann sieht man blau, dann muss man mal gucken, wie das aussieht dann. So, und das probieren wir jetzt mal aus, indem ich das hier mal vergrößere. Ich werde auch mal überlegen, ob wir die da so ums Eck machen oder nicht, aber eigentlich ja nicht, ne, weil das ist ja das Eck. Und dann, ich würde es vielleicht mal so ein Kästchen oder so, dann ist der Übergang ein bisschen sauber. Und gucken, ob man das hier, können wir ja gleich mal machen, dann können wir nämlich gleich auch hier mal die Technik kaschieren. Kaschieren, weil hinten geht es dann wieder nicht auf, richtig? Da müssen wir jetzt gucken, wahrscheinlich müssen wir alle nochmal einmal, das ist jetzt hier das Ding. Aber das können wir ganz leicht machen, indem wir das einfach minimal nach unten verschieben. Und dann dürfte es nicht flackern. Das ist zwar hier der Über... doch, der flackert wie die Sau hier. Was machen wir denn jetzt hier, Leute? Leute, wir können das eigentlich auch klein lassen, aber das sieht wieder so aus, ist auch behindert, ne? Was für eine Wortwahl, da die behindert. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt Shitty. Da können wir das nicht machen. Dann können wir das nicht machen, müssen wir uns was überlegen. Aber jetzt will ich das mal ausprobieren mit den Fenstern. Wenn wir das irgendwie so machen, dass man hier vielleicht solche Fenster dann auch hat, dass das irgendwie so aussieht, ne? Wenn das so ein bisschen so eine... Sieht noch am ehesten nach Schiff aus. Witzigerweise kommt da sogar dein Licht rein. Das ist ja eine tolle Geschichte. Da kommt sogar Licht rein, ne? Oh, das ist echt cool. Das ist ja mal der Witz des Tages hier, oder? Dass es so aussieht, wie wenn das hier halt so der Schiffsding ist. Und man könnte auch diese runden Dinger machen, aber das finde ich jetzt auch nicht so toll. Wenn man die Runden macht, die sehen jetzt auch nicht nach Bullaugen aus. Wir haben eigentlich nur die Tür, die so bullaugenmäßig ist und die sind halt so ein bisschen, na gut. Das sieht man auch mehr durchs Fenster durch. Ha? Sollen wir lieber die? Komm, wir machen doch lieber die. Ja, die braunen da gefallen. Ich hatte eigentlich erst andere im Blick, im Kopf. Ja, die da. Und die sehen halt nicht nach Bullaugen aus. Aber die können wir auf jeden Fall nehmen. Die finde ich okay. Die sind genehmigt, würde ich mal sagen. Würde ich mal sagen so. Dann machen wir das doch. Haben wir noch ein bisschen Bullaugen-Style in the morning. Bullaugen-Style. Ja, es ist okay. It's okay, it's alright. It's okay, it's alright. Und wir brauchen da noch Beleuchtung, Wandlampen. Die da, die sind genial. Auch nochmal so ein bisschen Licht daran macht. Ne? Also man ist ja auch bei Nacht hier unterwegs und da scheint es dann vielleicht nicht mehr so toll von oben. Ah, man sieht es ja schon geil, oder? Das Licht ist echt krass da unter dem Ding hier. Finde ich voll gut. Ja. Das sind jetzt schöne Fressbuden hier. Fressbudenstände. Das ist doch toll. Hat dann auch ein bisschen Luft, um sich zu bewegen. Wir nehmen das mal ein bisschen weiter vor. Gibt es da noch ein bisschen andere Farbe? Slightly different. Leicht anders da, ne? Also die, das? Schwarz-Weiß-Gold passt immer. Das finde ich ganz gut. Und jetzt habe ich nochmal eine Idee, die ist von mir. wir gehen in baby.ignore Gameplay Unlocks and Entitlement zum Freischalten von karrierebasierender Belohnungen oder andere Belohnungen, die man sich erst freischalten muss. Und zwar gibt es ja Deko. Jetzt gucken wir mal, ob wir da das schon finden. Diese Wimpel. Wo haben wir die Wimpel? Wimpel. Kopernikus Sonnenuhr. Das wäre auch im Notfall dann. Da. Die Wimpeldinger, die wären ganz cool noch, weil da haben wir nämlich auch so ein Piratenlogo und das machen wir natürlich dahin an dieses Ding, das darf nicht fehlen. Man kann das sogar hier so rummachen, dass das hier passt. Das leveln wir hoch mit Move Objects. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, einfach Sims 4 Tipps und Hilfen Playlist suchen. Gibt es von mir eine ganze Playlist mit Tipps wie diesem und vielen mehr, die ich dann erkläre. Reimt sich sogar. Ja, ich würde es mal gar nicht so arg übertreiben, aber wir können so ein Ding da noch platzieren, weil da fehlt es mir noch auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen. Das ist hier noch so ein bisschen Piraten-Style-mäßiger ist. Und wir machen da gleich drei hin. Da sieht's lohnt hier. Ja, da machen wir das doch so. Das ist doch schön jetzt. Das passt doch gut. Das passt doch gut hier. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir da vielleicht auch noch mal so ein bisschen. Wir können vielleicht die anderen da nehmen. Die sind auch ganz toll.
das ein bisschen was macht. Ja. Ja. So, ein bisschen Türschildmäßig. Ist natürlich jetzt hier so ein bisschen, ja, aber es passt. Okay, was habe ich noch hier? Was habe ich noch? Ich glaube, von euch bin ich durch. Ja, so ziemlich. Das habe ich mir jetzt notiert mal. Wie gesagt, ich würde hinten gern Luft lassen. Sonst hätte ich da noch ein bisschen dekoriert. Aber das ist so. Hier haben wir auch die Bar. Die ist auch perfekt mit den Bullaugen da, ne? Da ist unser Barkeeper sogar da im Wellness Center. Ganzen Angestellten. Man könnte da sogar auch die Angestellten-Uniform festlegen. Das wäre auch witzig. Gut, ich glaube, im Wellness Center kann man das auch. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Gut, die Umkleiden haben wir hier schon. Dann machen wir jetzt unseren geheimen Bereich. Ich würde das auch so machen, dass ich hier einfach die Kerzen drin verstecke. Dann leuchtet das so ein bisschen. Und auch hier verstecke ich die oder packen wir die da irgendwo da. Rutscht da ran. Rutscht gleich auf den Slot drauf, das Ding. Das ist echt mies. Da gibt es ja so Slots auf den Dingern, wo man Zahn platzieren kann. Könnte das ja auch da drauf platzieren. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber ich wollte es eigentlich verstecken. Ja. Ich wollte das eigentlich verstecken hier. Wir verstecken das. Ich finde, indirektes Licht ist immer besser als irgendwie so, ne? Als dass man sieht. Und gerade bei diesen Leuchtdingern da, das wirkt ja dann richtig toll. Jetzt hier noch unser Aquarium. Das können wir auch noch leicht beleuchten damit. Ich würde auch hier mal den Lautsprecher so ein bisschen hier rüber. So ist es ganz gut. Jetzt holen wir uns Wanddeko. Natürlich herrscht der Grün an der Wand. Nicht aus Zeit für Freunde, sondern aus dem Vampire-Pack. Die sind viel cooler. Wir machen das dann noch so ein bisschen hier. Ja, grün. Bisschen ist gut, schon ein bisschen mehr. Aber schön wild auch, mit Absicht. Dass es eben nicht gestellt aussieht. Und das soll schon so eine verwunschene Höhle sein. Wo lang kein Sim zuvor gewesen ist. Sind jetzt da die riesigen? Ich hätte gerne die kleineren da. Guck mal, hier ist auch gut. Ja, so will ich das haben. Machen wir das doch so. Oh, da gibt es auch die roten. Da können wir das ein bisschen mischen wieder. Das ist ganz toll auch. So. Bisschen mixen. Mixen. Und dann können wir da nochmal... Oh ja, wir machen da nochmal so einen dahin. Dann sieht das so, ist das so ein bisschen leichter versteckt hier noch, der Schatz. Einfach so ein bisschen Atmosphäre, ne? Dass man da Gefahren und so ein bisschen alles drin hat. Ja, würde ich jetzt mal so lassen. Da können wir die Höhle lassen. Ich würde dann auch mal gucken, ob wir vielleicht nochmal so ein bisschen was irgendwie gestalten können mit so Säulen oder so. Dann sieht es, glaube ich, besser aus, wenn man da nochmal so alte Säulen oder sowas hat, weil sonst sieht es so nach... Es sind ja natürlich gerade Wände. Man hat keine richtigen, muss mehr wie so ein Stollen dann aussehen. Dann wirkt das, glaube ich, besser, wenn das so ein bisschen mehr noch gestützt ist an insgesamt einfach. Das ist dann so ein Stollen, so ein alter Piratengrotte, die irgendwie ausgehoben haben. Dann hat man da nochmal so ein bisschen genau. Kommen wir mal an die überall hin, das ist ganz toll. Ja, und da würde ich aber auch gar kein Dings hier hin machen, gar keine Lampen mehr, weil das ist mir fast schon zu viel. Und hier aber, da müssen wir noch irgendwie was, dann können wir da doch einfach, komm, lasst uns hier nochmal so eine, weil da haben wir noch ein bisschen zu wenig, würde ich jetzt mal behaupten. Noch ein bisschen zu wenig von dem Zeug. Und das ist natürlich geil, wenn man sich hier dann nochmal entspannen kann. So eine Private-Ding, die muss man mieten, die Höhle. Ja. Ja, und sonst gibt's hier die Haifischlies, ne? Sonst gibt's hier die Haifischlies. Das ist unsere Sauna, die nehmen wir auch noch mit rein. Dann nehmen wir auch natürlich den Stein, dann würde ich doch sagen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier dann nochmal so ein bisschen so eine dunklere noch finden. Oder wir nehmen einfach die Steinsauna, das ist dann noch besser. Ganz schwarz. Ja, das ist dann so ein bisschen einfarbig, aber dadurch wird's geheimnisvoll, finde ich, wenn man das so ein bisschen... Finden wir noch was Schöneres irgendwie? Nee, ist nicht so mein Fall. Da nochmal sowas. Oh, das ist gut. Ja, so ein bisschen Erde und so ein bisschen wow. Und da machen wir jetzt auch direkt Beleuchtung rein. Da würde ich gleich mal sagen. Und auch hier nehmen wir, da gibt's, nee, die Wandlampen nehme ich ganz gern.
Die könnte man nehmen. Oder aber die Kerzen sind, glaube ich, noch besser, wenn man die nimmt. Ja, die machen es noch wärmer. Kerzen in der Sauna ist ein bisschen witzlos eigentlich. Aber die gehen alle, slotten alle da ein. Das ist jetzt nicht so mein Favorite. Wenn sie das tun, da will ich da eigentlich nichts hinstellen. Ich wollte die gern verstecken. Ich werde die gern versteckt. Dann nehmen wir doch Wandlampen. Und ich mache die Hotstone. Farbe, dieses Zimmer, orange-rot, ja. Farbe, dieses Zimmer, orange. Sehr geil, oder? Lass das gleich ausmachen. Natürlich verstecken wir die. Werden die auch ein bisschen schwächer gleich. Auch ganz gut. Und vielleicht können wir den nochmal da irgendwo auch noch platzieren oder so. Oder hier beim Schatz oder so. Ist auch geil. Ja, so wird das. Oh. Jetzt wird's hier Tag, ne? Dieser Kontrast auch sehr geil. Sehr, sehr, sehr cool. So, jetzt habe ich noch eine Überlegung. Und zwar haben wir ja in... Ist das in Dschungelabenteuer auch mit drin gewesen? Da gibt es doch auch so ein... So ein Skelett, oder war das nur das an die Arbeit von dem Ding? Aber ich glaube, da gibt es auch eins. Man könnte auch noch die Drulla dahin machen, das ist ja auch noch was gewesen. Kannst du dir den Segen holen bei der, ne? Die ist gut, die alte Piratenbraut. Ja, vielleicht hat das ein Seemann hier zur Liebe der Guten da gemacht. Das ist ja da hier, verstecken wir noch ein bisschen hier so ein paar Steinchen. Auch ganz cool. Ich habe mir am Anfang überlegt, wir machen so kristallhöhlenmäßig was oder was. Ja, das ist leider hier halt, ne? Wie gesagt, das ist halt eher Deko. Wobei die ist eigentlich schön, eine schönere Deko als die. Als die andere da. Also eher eine Piratentruhe, ne? Das ist eher so eine Steindschungeltruhe. Dann lasse ich die. Lassen wir die. Jetzt, wo ist das Ding, das gute Ding? Können wir da nochmal so ein bisschen was machen mit dem Grün oder so? Ein bisschen, ist mir zu hell, ehrlich gesagt. Ist mir zu hell. Nee, ich finde das dunkler besser. Das hat so einen Charme dann irgendwie. Ja, da gibt es dann kein Skelett. War das dann doch nur an die Arbeit? Ich hätte schwören können, hier gibt es doch das Skelett, sag ich doch. Die Bewacher, genau, nehmen wir aber das Normale auch. Hat man Angst, dass die zuschnappen, wenn man da was antatscht. Der ist hinter dem Ding, der sieht auch gut aus. Ja, der ist so lang gestanden, dass er hier schon zuwächst. Das ist doch ein Witz hier, das ist gut. Und da hast du auch Angst, wenn du dich da bückst, dass er sich über dich drüber bückt dann. Oi, oi, oi. Ja. Die bewachen hier denn schon zu lange, ja. Sehr geil. Das ist jetzt nochmal eine Wucht hier. Das finde ich richtig gut. Wir müssen da noch ein bisschen übertreiben, ne? Ein bisschen noch. Wir brauchen natürlich noch Türen. Sollen wir da auch dann ähnliche nehmen, wie es diese sind? Da gibt es doch diese Bullaugentüren oder auch die, aber die sind Doppelwand. Das sind auch diese Küchentüren aus Gaumenfreuden. Wo seid ihr denn? Komm, zeigen dich. Wo bist du? Wo bist du? Mein Küchentür. Hä? Die war doch da irgendwo. Bin ich aber blind oder was? War doch ein Gaumenfreund. Ich suche gerade nach dem Gaumenfreund-Logo, aber Daniel ist wohl blind. So, da ist er doch weiß. Ich hatte die auch im Braunen in Erinnerung, aber ist in Ordnung. Ja, dann kommt man da rein, ne? Ist auch wieder so schiffsmäßig dann so ein bisschen. Das ist gut. Ja, ich würde auch den Stein lassen, da machen wir gar nicht zu viel. Vielleicht nehmen wir noch die Säulen mit rein, damit das auch hier wieder besser aussieht. Aber ansonsten sehe ich da einfach den heißen Stein als Ding. Das dampft ja eh wie die Sau, wenn man das benutzt. Und ja, das ist doch jetzt hier eine schöne Geschichte. Hier brauchen wir auch noch irgendwie so eine Trennsäule oder sowas. Da können wir auch mal so eine braune da übernehmen. Dass das hier nicht so aussieht. Und natürlich dekorisieren wir das Ganze noch mit ein bisschen Spiegel. Spiegel, Spiegel, das sind Piratenspiegel, sind solche da irgendwie, ne? Wenn wir das so ein bisschen da in die Richtung machen, da. Das ist gut, der ist gut. Ja, naja, sie sind schon edel hier. Würde ich schon so machen. Machen wir das doch so. Okay. Haben wir das auch geschafft noch. Wahnsinn.
Wanddeko. Eieieiei. Also wir brauchen noch so ein bisschen was Versorgungsmäßiges. Ich würde auch hier wieder die da nehmen. Die sind ganz toll. Die sehen auch so ein bisschen Piraten-Style-mäßig aus. Dann können wir da auch mal so ein bisschen was... Schade, dass da immer die Handtücher gleich hängen, ne? Da ein bisschen so. Ich hätte ein bisschen Variation da ganz gern gehabt, aber nee. Aber nein. Soll es auch anders sein. Wir können hier noch diesen Pseudo-Seifenspender. Ich habe mir übrigens sagen lassen bei der Fähigkeiten-Uni, das ist gar kein Seifenspender. Das soll ein Ding sein. Für Bakterien vermeiden. Ich dachte, das soll ein Ding sein. Das ist die Handtrockner. Ja? Aber es steht hier auch mit Bakterien hier. Eklige Bakterien zu vermeiden. Sanitätsspender. Also es ist doch irgendwie ein Ding. Habt ihr mich verarscht hier bei der Fähigkeiten-Uni? Und dann das hier mit dem Papiertuchspender. Genau, den können wir da auch noch irgendwo. Ich meine, was willst du tun? Ist da trotzdem noch ein Spa, ne? Dann machen wir die wenigstens schwarz, wenn wir da irgendwo einen Platz dafür finden. Das wäre mal ganz gut. Dann haben wir den hier hin. Ja, ihr kriegt nur Papiertücher, die anderen kriegen Seifenspender. So. Okay, dann haben wir das auch geschafft. Oh, das ist auch noch das Netz. Das ist ja mal geil. Das brauchen wir auch unbedingt. Das ist ja mal eine tolle Deko hier noch. Dann müssen wir hier vielleicht noch ein bisschen. Können wir gleich mal größer. Das darf man hier gar nicht. Ja, das darf man hier gar nicht hier vergessen. Gut, wir haben die hier noch. Die passen auch. Wir haben einiges hier in dem Hunde- und Katzenpack, was so barmäßig sehr gut passt. Jetzt auch zwei verschiedene. Oder müssen wir das Fenster ein bisschen drücken hier, ne? Machen wir das so. Und das Licht, das kommt dann so ein bisschen drüber hier. Und dann auch gleich ein bisschen was Wärmeres auch, weil wir hier noch eins hin. Wir haben da noch, oh ja, das ist auch gut, dass man da nochmal noch was macht. Können wir da dahinter, dass man da richtig schnell rankommt, wenn man es mal braucht. Ja, Sicherheit geht nach bei den Piraten. Machen wir den hier nochmal hin. Das ist unten auch so ein Versorgungsding. Da finde ich ganz toll. Und das dann zur Deko. Ja. So. Das ist noch so ein Steuerrad. Das ist auch so ein tolles Ding. Das ist auch so ein geiles Ding, du. Also das finde ich auch ganz toll. Machen wir das hier hin. Ja. Takalaka, ja. Gar keine Wand mehr frei. So muss es sein. So muss es sein. Dann ist das alles hier entsprechend gut dekoriert. Ja, es gibt bestimmt nur hunderte Sachen. Wir haben schöne Gemälde mit Seefahrt und so. Wir haben echt viel für die Seefahrt so, ne, vom Thema. Und ich denke aber, wir haben jetzt soweit das mal durch, dass wir sagen können, hey, das Ding ist fertig, oder? Ja. Ich habe eure Top-Kommentare, auch gelikten Kommentare natürlich hier mit übernommen. Ich würde jetzt trotzdem nochmal gucken, ob wir das machen mit dem Feuer. Weil das Coole ist, an diesem Lagerfeuer aus Zeit für Freunde, wenn ich den denn finde, dass man da einen Feuertanz machen kann. Alle, die die Dschungel-Challenge gespielt haben, wissen das mittlerweile und auswendig. Und das ist richtig toll. Ja. Und das kann man das auch nicht mit Baby.move-Objects geht's auch nicht. Das ist aber auch fies sonst. Ey Mama, gib's nicht. Lässt er uns echt nicht. Ja gut, okay. Also dann haben wir es, dann ist es schon entschieden, leider. Ja, dann machen wir noch so einen Lama-Spieltisch hin. Da kannst du dann ein bisschen pokern. Mit den Landratten. In schwarz, machen wir den da so rein, mitten rein. Ja, ein bisschen Familienzeugs, ne? Das ist gut. Jetzt möchte ich hier nochmal gucken, ob wir das doch nochmal irgendwie ein bisschen gedeichselt hier kriegen. Das wäre nämlich nicht so schlecht, wenn das hier abgeschlossen wäre. Ja, das werden wir zumindest anlegen. Ich probiere das jetzt mal so, weil dann sind die auf jeden Fall richtig schön in den Kästchen drin. Und da machen wir das manuell dann, dass wir das so nochmal hier platzieren. Das sieht nämlich schon besser aus dann. Zum Glück flackern die Bodenobjekte dann nicht. Das ist schon mal wichtig. Ja, ich würde das dann schon gerne komplett eingrenzen, damit man diesen Sand da irgendwie wegkriegt, ne? Von dem das ist so diese... Stellt euch vor, wie so ein Schwimmbadrand. Wir können auch hier nochmal überlegen, ob wir da vielleicht nochmal einen schöneren Boden finden oder so. Ich gebe das da so ungern irgendwie auf gleich. Ja, nochmal sowas, aber das ist eher, ne? Das ist ja eh ganz so... So ein schwarzer Stein wäre halt auch so ein bisschen Piraten-Style-mäßiger, ne? Aber das ist so ein bisschen... Oder Holzplanken geht eigentlich auch immer. Immer. Sollen wir dann sowas da machen? Das ist so ein bisschen dezenter auch.
das ist eigentlich ganz schön, finde ich jetzt. Ne? Jetzt habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass der mir das überall platziert. Oder man macht sowas, aber das kann man eigentlich machen, wie man will. Ne? Das passt auch. Haben wir dieses braune Holz da nochmal drin. Oder hier diesen Boden, der ist auch ganz schön aus Werde berühmt. Und ich denke, damit kann man auch was machen. Ja, das ist ein schöner Übergang dann, mit einer bisschen Kontrastfarbe dann auch noch. Das ist toll. Ja, das ist toll. Ja. Ich möchte nochmal kurz eingehen. Ich habe noch einen Kommentar hier, habe ich mir notiert. Schaufensterpuppen, da könnte man Bartik-Klamotten anziehen, ankleiden. Ja, leider ist das Problem, dass die in Andi-Arbeit sind. Und wenn man das nicht als Handel macht, dann hat man die gar nicht im Kauf-und-Bau-Modus. Und ja, also ich, ja, ne, Schaufensterpuppen stehen jetzt eigentlich auch nicht so wirklich rum im Spa. Deswegen, ich würde die gerne weglassen, weil es mir jetzt zu viel Aufwand ist für einen Nutzen, den ich jetzt nicht so ganz toll finde. Ja, dazu auch nochmal meine Stellungnahme. Ich lese eure Kommentare. Okay, dann haben wir es. Ganz viel Spaß euch damit, falls ihr hier mal einen Ausflug hin macht. Ich werde auf jeden Fall im Let's Play auch mal mit meinen Families da hingehen. Mal gucken, ob ich das noch schaffe. Ja, jetzt sind die Kids alle groß. Jetzt haben wir einen schönen Spielplatz da, echt mal. Ja, okay. Ich mache jetzt hier nochmal die Seiten. Das ist natürlich wichtig. Also da muss ich mir nochmal irgendwas überlegen. Das kriegen wir sonst so nicht gebacken. Müssen wir uns was überlegen. Ich würde es jetzt mal probieren, dass wir das so hinkriegen. Dass wir das natürlich komplett noch schön machen. Ansonsten müssen wir irgendwie gucken, wie wir das hinkriegen. Also da müssen wir echt nochmal, das ist jetzt schade, aber so ist halt das Grundstück, ne? So ist jetzt halt die Form von dem Ding und es geht halt nicht auf. Was willst du machen? Im Notfall hätte ich jetzt das Geflackere gelassen, aber das flackert halt schon abartig. Und das kriegst du auch nicht raus, weil das hier die gleiche Ebene ist. Wir können nochmal gucken, ob wir hier vielleicht die anderen Dinger da nehmen können. Aber die sind dann auch von der Höhe wieder falsch, wenn ich die vergrößere, ne? Ist das wieder... Das passt ja auch nicht. Da haben wir trotzdem zu viel. Nee, und die stehen dann ja auch weiter ab, wenn ich die jetzt dreimal vergrößere oder so. Ja, schade, es geht auch nicht auf. Die anderen Größen sind auch noch zu groß. Ja, ansonsten, ich meine, das Flackern, das könnte auch so ein Wasser-Klimmeln sein. Was ist jetzt los? Kann keine anderen Objekte überschneiden. Wir haben noch ein Move-Object an. Baby-Move-Object. Wenn nicht. Jetzt haben wir erst an hier. Ei. Ich mache das hier wieder so ein Stück weiter davor. Dann haben wir das so. So. Ja, muss schon ran. Ne? Ich meine, das Ding können wir uns sparen da hinten, aber da muss schon ran hier. Gut, da kannst du auch nicht so weiter, dann bist du wieder außerhalb des Grundstücks, dann geht es auch wieder eher kaputt. Ich würde es jetzt hier mal so machen, dass wir das an den Ecken einfach flackernd haben. Mir fällt nichts Besseres ein, wenn man da einen Raum nochmal zieht. Das wäre jetzt meine Überlegung, ne? Nochmal so eine Wand. Das sieht dann auch komisch aus irgendwie. Ich würde es jetzt mal so lassen. So haben wir es doch ganz schön gelöst. Wir haben das Dach jetzt hier drüber. Ist auch ganz gut. Dann können wir hier nochmal überlegen, ob wir das vielleicht nochmal eins größer ziehen auch. Ich bin immer ein bisschen Schiss, wenn ich da noch was verziehe. Und dann liegt das auch wirklich oben drüber, das Dach. Ne, und hat man da ein schönes übergreifendes Dach. Das ist doch toll. So, lala. Liebe Leute, das ist mein Pirate Pool. Ich bin Daniel von SimFancy. Ganz viel Spaß euch damit. Wie gesagt, wenn ihr das besucht mit euren Sims, schöner Ausflugsziel, ist vieles dabei aus vielen Packs. Wenn ihr die Packs nicht habt, verschwinden die Objekte oder werden ersetzt mit Basegame-Objekten, je nachdem. Und ich denke, dann könnt ihr es trotzdem so halbwegs benutzen für den Pool und so, ne, und alles. Aber natürlich ist hier mit allen Packs gebaut. That's the case. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Es dürft ihr natürlich wieder Wünsche äußern, was ihr euch noch wünscht, so an Let's Builds hier im Channel. Ansonsten, ja, guckt mal vorbei bei den anderen Reihen. Es gibt ja einige hier im Channel und in die Galerie. Alle Infos dazu auch nochmal in der Videobeschreibung, falls ihr euch das holen wollt. Guckt da mal rein. Das ist mein Schwimmbad unter einem Glasdach. Ich bin Daniel von SimFancy. Bis dann. Macht's gut. Ciao.